Pujo? Pujo? ...1983 basiert Louis Teagues Cuyo auf Stephen Kings gleichnamigen Roman von 1981. Hier infiziert sich Bernardino Cuyo, indianisch für unaufhaltbare Kraft, mit der Tollwut. Als die Krankheit ausbricht, tötet er einen Nachbarn und seinen Besitzer, dessen Familie gerade verreist ist. Als eine Mutter mit Mann und Kind aus New York nach Castle Rock zugezogen, auf dessen abgelegenen Farm mit Autowerkstatt wegen einer Reparatur auf den Hof fährt, stirbt der Motor ab und sie kann nur knapp einem Hundeangriff entkommen. Über Nächte gefangen im tagsüber immer heißer werdenden Auto, muss sie hilflos mit ansehen, wie ihr 6-jähriger Sohn langsam verdurstet. Nachdem Cuyo am dritten Tag einen Polizisten auf der Suche nach ihr ebenfalls tötet, stellt sie sich dem Ungeheuer. Cuyo ist eine der äußerst seltenen guten Stephen King-Adaptionen. Film und Buch sind beide hervorragend und ähnlich in der Handlung, aber nicht identisch. Und ich bevorzuge wie gewöhnlich den etwas ausführlicheren Roman. In Fakt eine Fortsetzung von The Dead Zone, dessen Ereignisse die Einleitung bilden. Und in dem einige Passagen auch aus der Sicht des kranken Hundes geschrieben sind. Der dort auch nicht am Ende nach dem Aufspießen mit dem Baseballschläger ein zweites Mal aufsteht und angreift, um dann erschossen zu werden. Und in dem das dort 4-jährige Kind nicht überlebt. Die Stadt Castle Rock im Buchuniversum ist nicht exakt wie die in den Filmen, die häufig durch unterschiedliche Details bei Zuschauern, die nur die Adaption kennen, für etwas Verwirrung sorgen. Die gleichnamige 20-teilige TV-Serie von 2018, wo Stephen King als Berater fungierte, basiert nicht auf einer konkreten King-Vorlage, sondern lediglich ganz allgemein auf seinen Werken und Charakteren. In den Filmen taucht Castle Rock offiziell 1983 in Cuyo zum ersten Mal auf, aber genau genommen 1982 in Creepshow. Am Ende des Segments Mondgestein im Original Der einsame Tod von Jordi Verrill zeigt ein Wegweiser, dass Castle Rock 5 Meilen entfernt liegt. In den Büchern allerdings schon 1979 in The Dead Zone, wo der hier getötete Sheriff Bannerman bereits ermittelte. Er wird später auch in Die Leiche aus Frühling, Sommer, Herbst und Tod und Stark The Dark Half erwähnt. Da der Film allerdings erst 2 Monate nach Cuyo erschien, kommt es einem so vor, als ob der Sheriff in The Dead Zone plötzlich wieder auferstanden ist. In Friedhof der Kuscheltiere berichtet Judd Crandell von einem tollwütigen Bernardiner, der vor Jahren in Maine 4 Menschen getötet hat. In der Filmversion sind es ja nur 3. Die Cuyo-Buchadresse Town Road Nummer 3, im Film verwirrend fälschlicherweise Maple Sugar Road, ist auch der Ort, wo Polly Chalmers, die Freundin vom Sheriff, für Ace Merrill in einer Kleinstadt im Original Needful Things von 1991 eine Falle stellt und dabei Cuyos Geist auf dem Anwesen zu spüren glaubt. I'll be alone, dancing. In Fraser Clark Hessens sogenannter Adaption von 1993 existiert Ace Merrill wie viele andere Charaktere erst gar nicht.
Auch hier eröffnet der ortsfremde Leland Gaunt in Castle Rock einen Laden namens Needful Things, wo jeder Kunde einen Gegenstand findet, den er so sehr begehrt, dass er jeden Preis dafür zahlt, welcher neben einem sehr niedrigen Dollarbetrag aber auch immer einen augenscheinlich harmlosen sogenannten Streich gegen einen Mitbürger beinhaltet, welche die in der Stadt bereits vorhandenen und seit Jahren schwelenden Konflikte vertiefen und am Ende zu Chaos und Zerstörung führen. Während die Gegenstände selber, in Wahrheit wertloser Plunder und nicht das, was der Käufer zu sehen glaubt, in den Augen der Besitzer immer wertvoller werden und auf Dauer Paranoia hervorrufen. Bald eskaliert die Situation und es kommt zu Mord und Totschlag. Einzig Alan Pangborn, in den Büchern der Nachfolger Sheriff Bannermans, der dank The Dark Half bereits mit Übernatürlichem zu tun hatte, zieht die richtigen Schlüsse und schafft es, Gaunt aus der Stadt zu vertreiben. Hier mit einer lahmen Rede. Im wesentlich interessanteren Buch mit weißer Magie, die nicht nur im direkten Zusammenhang mit seinen Erlebnissen in The Dark Half steht. An einer Stelle benutzt er einen Sperlingangriff. Dort war er zudem früher Hobby-Illusionist, was auch erklärt, warum er für Gaunts Illusion etwas unempfänglicher ist wie seine Mitbürger. Im viel zu gut besetzten Film finden wir nichts dergleichen, der sich aus meiner Sicht mit der Vorlage nur einige Namen teilt, da hier so viele wichtige Handlungsstränge, Abläufe und Details komplett verändert oder gleich weggelassen wurden. Zum Beispiel während der Filmsheriff direkt am Anfang in Gaunts Laden spaziert und mit ihm ein Pläuschen hält, versucht der Dämon im Buch ihn so lange wie möglich erfolgreich bis zum Finale zu meiden, da er weiß, dass es äußerst schwierig ist, ihn zu korrumpieren, was bei der originalen Mystery-Kriminalgeschichte extrem zum Spannungsaufbau beiträgt, die mit dem Erscheinen der fremden, unheimlichen, langsam im Hintergrund die Dorfbewohner korrumpierenden Macht einige Ähnlichkeiten zu Brennmus Salem aufweist. Von dem Film existiert neben der zweistündigen Kinoversion auch eine um Gewaltszenen entschärfte dreistündige US-TV-Version. Unter anderem mit schwachsinniger Autoverfolgungsjagd-Einleitung, in der Gaunt und der Sheriff faktisch sogar noch früher aufeinandertreffen. So viel zum Thema Subtilität und Spannung. Zudem etwas mehr Informationen über die Stadtbewohner dank zahlreicher Szenenverlängerungen, einer teilweise anderen Anordnung der Ereignisse und so weiter. Cujo erscheint auch in Das Spiel. Except Cujo over there. Als ein streunender Hund, der den Leichnam des verstorbenen Gerard in Teilen verspeist. Im Buch Gerard's Game von 1992 heißt er allerdings Prince. Einige Kapitel sind, ähnlich wie in Cujo, auch aus der Sicht des Hundes geschrieben. Dort geht es um ein Ehepaar, das in eine abgelegene Hütte reist, um ihrer Beziehung mit Fesselspielchen neues Leben einzuhauchen. Doch Gerard stirbt mitten im Liebesspiel, während die Gattin hilflos auf dem Bett gefesselt zurückbleibt. Nun beginnt Jessies Todeskampf, währenddem sie Stimmen und Personen anscheinend halluziniert und in Gedanken vom Grauen ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Mike Flanagans bemerkenswert werkgetreuer, exzellent besetzter TV-Film von 2017 erzählt mit einigen aus meiner Sicht unwesentlichen Detailänderungen im Kern dieselbe, diesmal leicht gestraffte Geschichte. Dazu gehört, dass er sich einiger von Jessies Persönlichkeiten entledigt und diese auf die Erscheinungen einer zweiten Jessie und eines wiederbelebten Gerard verteilt. Zudem gibt es auch nur dort Anspielungen auf The Shining und Sarah. In der Geschichte gibt es durch Kindheitserinnerung eine direkte Verbindung zu Dolores. Während der Sonnenfinsternis 1963 verwischte die Realität und Jessie sah Dolores, nachdem diese ihren Mann in den Brunnen lockte. Louis Teague ist ein amerikanischer Filmemacher, Jahrgang 1938. Hi, it's Louis Teague. Er startete in den 60ern als TV-Regisseur und drehte neben seinen Spielfilmen, darunter gleich mehrere genreprägende Klassiker. Für seine zweite hervorragende King-Adaption Katzenauge von 1985 siehe das Kurzgeschichten-Special Nachtschicht, immer wieder Episoden für Fernsehserien. In den 70ern arbeitete er für den König der B-Filme Roger Corman und war dort unter anderem Second Unit Director bei Frankensteins Todesrennen oder The Big Red One. Aber seit Anfang der 90er drehte er bis 2001 nur noch TV-Filme. Und zuletzt in 2010 irgend so ein Reality-Sitcom-Transenscheiß. Anscheinend nur zu sehen auf dem eigenen YouTube-Kanal als sogenannte Webserie.
1974 geht es in Leon Capitanos und Louis Teagues unerträglichen billigen R-rated Sexploitation Krimi Drama Komödie Ein Bulle für alle Fälle im Original Dirty O'Neill um einen kalifornischen Kleinstadtpolizisten mit einer Vorliebe für Frauen, der zum Handeln gezwungen wird, als ein Trio von mörderischen Schlägern die Stadt überfällt. Die ungewöhnlich ambitionierte Corman-Produktion The Lady in Red von 1979 erzählt die Kriminalgeschichte einer armen Bauerntochter aus den 1930er Jahren, die nach Chicago geht, wo sie ins Gefängnis kommt, als Prostituierte arbeitet, sich in den berüchtigten Verbrecher John Dillinger verliebt, seinen Tod miterlebt und schließlich einen Bankraub versucht. Das gut besetzte, interessante R-Rated-Drama mit frühem Drehbuch vom später äußerst bekannten Independent-Filmer John Sayles und dem ersten Score vom später mehrfach ausgezeichneten Star-Komponisten James Horner war kein Erfolg einer Kinokasse und spielte seine $400.000 Kosten gerade mal etwas überdoppelt wieder ein. 1980 verbreitet der Horror-Alligator Angst und Schrecken auf Leinwänden. In dem R-Rated Öko-Horror versucht ein Chicagoer Polizist mit Hilfe einer Reptilien-Expertin das Geheimnis rätselhafter Leichenteile zu klären, die in letzter Zeit immer häufiger im Zusammenhang mit der Kanalisation auftauchen. Der Täter entpuppt sich als menschenfressender Alligator, der dort anscheinend lebt, seit er Jahre zuvor die Toilette heruntergespült wurde und dank unsachgemäß entsorgter medizinischer Abfälle aus der Hormonforschung zum Riesen mutierte. Dieser Kanaligator kann nach einer erfolglosen Treibjagd entkommen und greift nun die Bewohner an. Alligator, Originaltitel, spielte sein geschätztes $1.5 Millionen Budget mehr als vierfach wieder ein und bekam überwiegend positives Feedback. Der unterhaltsame Geheimtipp, der sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, mit hohem Trash-Faktor und sehenswerten praktischen Effekten und erneut nach einem John Sayles Drehbuch, ist aus meiner Sicht der beste unter den Krokodil-Horrorfilmen. Ich würde sogar sagen, der einzig wirklich interessante. Und hebt sich, ähnlich wie schon Piranha 2 Jahre zuvor, ebenfalls ein John Sayles-Skript, von anderen billigen Der Weiße Hai-Klon deutlich ab. Halt genau das Gegenteil wie John Hess' Direct-to-Video-to-Müllammer Alligator 2, die Mutation von 1991. In der angeblichen Fortsetzung mit angeblicher Mutation, aber in Wirklichkeit ein ultralahmes Remake in schlechter mit armseligen Effekten, das sich viel zu ernst nimmt, mit kaum Alligator und schon gar keine sichtbaren Mutationen, aber jede Menge Füllszenen, wie zum Beispiel minutenlanges Wrestling, ernährt sich erneut ein Kanaligator von Versuchstieren mit Wachstumshormonen und mutierenden Chemikalien, wieder von einer gierigen Firma, die Politiker gekauft hat, die wieder den ermittelnden Polizisten suspendieren lassen, der wieder auf eigene Faust weiter ermittelt. Und wieder wird Sichtungen nicht geglaubt, bis es zu spät ist. Das R-Rated-Krimi-Action-Drama Tödliche Abrechnung von 1982 handelt von einem Ladenbesitzer in Philadelphia, der wegen der zunehmenden Gewalt, seine Frau verliert ihr Kind, seine Mutter beinahe ihr Leben und die völlig überlastete Polizei hat das Viertel praktisch aufgegeben, eine Nachbarschaftswache organisiert. Womit er jedoch nicht rechnet, ist der Widerstand, den nicht nur die Kriminellen, sondern auch die örtlichen Politiker gegen die Gruppe leisten, da diese die Aktion seines Teams einfach als Rassendiskriminierung hinstellen, also dasselbe wie heutzutage. Fighting Back, Originaltitel, ist eine sehenswerte, gut besetzte, etwas realistischere Ein-Mann-sieht-Rot-Variante, die bei $9 Millionen Kosten gerade mal 6 Millionen wieder einspielte, also ein Flop. Louis Teagues auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil von 1985 schließt mit derselben Besetzung in den drei Hauptrollen an Robert Zemeckis äußerst charmant unterhaltsamen Abenteuerhit aus dem Vorjahr an. In Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, der bei $10 Millionen Kosten 115 Millionen weltweit wieder einspielte, macht sich die weltfremde, erfolgreiche Kitschroman-Autorin Joan Wilder auf dem Weg nach Kolumbien, um ihre entführte Schwester gegen eine Schatzkarte einzutauschen und gerät dadurch mitten in ein gefährliches Abenteuer, bei dem sie notgedrungen mit dem Söldner Schurken Jack Colton auf gefährliche Schatzsuche geht. In der deutlich schwächeren Fortsetzung verlässt Joan ihren Freund Jack, der mit seinem Boot eine Weltreise unternehmen will, um für einen Staatsmann in Afrika eine Biografie zu schreiben. Jack und Ralph, der Schwindler aus dem ersten Teil, erfahren, dass dieser ein machthungriger Despot ist. Er sprengt auch Jacks Boot, angeblich auch ein sagenhaftes Juwel gestohlen hat und folgen Joan, um diese vor ihm zu retten. Die kommt in der Zwischenzeit selber dem Schurken auf die Schliche und erfährt, dass das Juwel vom Nil kein Edelstein ist, sondern irgend so ein Typ.
der von nun an mitgeschlört wird, da angeblich irgendwie wichtig. Auch irgendwas mit Revolution oder so. Die zweite Hälfte wirkt so, als ob hier das zweiseitige Skript schon zu Ende war. Auf der Jagd nach dem Erfolg des ersten Teils spielte bei mehr als doppelten Kosten, 25 Millionen, weltweit keine 100 Millionen wieder ein. Nerven tut hier nicht nur der grauenhafte Soundtrack, sondern mehr noch der völlig uninteressante, hanebüchene, schwachsinnige Plot. Ganz offensichtlich ausgedacht von einem Fünfjährigen. In dem im Finale unser Diktatorverschnitt bei einer Show einfältige Gläubige mit Spezialeffekten von seiner Auserwähltheit überzeugen will. Und er bekam auch völlig zu Recht, sagen wir es mal höflich, nicht ganz so gute Kritiken wie sein innovativer Vorgänger. Einzig erwähnenswert ist hier eigentlich nur sein witziger Anruf in der Wüste-Trailer. Und vermutlich Billy Oceans Abspann-Hit When the Going Gets Tough, bei dem die drei Hauptdarsteller im Hintergrund mitsingen. ...1989 geht es in der Actionkomödie Collision Course, hier Detroit City, ein irrer Job, um einen Detroiter Polizisten, der mit einem Kollegen aus Japan notgedrungen zusammenarbeiten muss, um einen Mord aufzuklären, der im Zusammenhang mit einem gestohlenen japanischen Turbolader-Prototypen steht. Ich habe den albernen Streifen damals auf Video gesehen, wegen Pat Morita, und gleich wieder vergessen, wegen Jay Leno. Und nach 30 Jahren wurde er nicht wirklich interessanter. 1990 befreien Navy SEALs, eine US-Spezialeinheit im gleichnamigen Militärpropagandaschlock-Flop, im Nahen Osten amerikanische Geiseln aus der Gewalt arabischer Terroristen, als ob es schon jemals andere gegeben hätte, und zerstören in einem zweiten Einsatz ein Waffenlager. Da ja neuerdings nicht die Besatzer und Eindringlinge in ein fremdes Land die Terroristen sind, sondern dessen Bewohner, die es verteidigen. Der lächerliche, unerträglich peinlich pathetische 0815 Actionheuler spielte sein 21 Millionen Dollar Budget mit 25 Millionen gerade mal so wieder ein und bekam völlig zu Recht überwiegend verhaltenes bis negatives Feedback. 1991 hatte der TV-Science-Fiction-Thriller Wedlock nur in einigen Ländern, wie hier in Deutschland, einen Kinostart und erschien auch unter dem Titel Deadlock. In einer nicht näher definierten Zukunft wird Frank nach einem Diamantenraub von seinen Komplizen verraten, er kann aber die Beute rechtzeitig verstecken und kommt in ein experimentelles Gefängnis, in dem die Insassen, Männer und Frauen, vermutlich heißt das deswegen Camp Holiday, paarweise gekoppelt elektronische Halsbänder tragen. Die explodieren, wenn man sich mehr als 100 Meter vom geheim gehaltenen Partner entfernt. Frank findet allerdings heraus, mit wem er gekoppelt ist. Und um den Schikanen des Gefängnisdirektors, der natürlich hinter den Diamanten her ist, zu entfliehen, bricht er zusammen mit seiner Explosionsbandpartnerin aus. Aber eigentlich bricht sie aus und schlört ihn ungefragt mit. Frank ist hier ständig nur am Reagieren und selten am Agieren. Als ob er, ganz ähnlich wie der Zuschauer, gar keinen Bock hat, hier zu sein. Es wird hier auch wirklich alles getan, um bloß keine Spannung aufkommen zu lassen. Wir sehen recht früh, dass der Direktor mit der Ex und natürlich seiner Explosionsbandpartnerin zusammenarbeitet. Der ganz offensichtlich von Flucht in Ketten und The Running Man inspirierte, leider viel zu harmlos geratene Billig-Trash ohne echte Story, gerade den lachhaften Gefängnisszenen und den Sets sieht man das fehlende Budget deutlich an, profitiert ausschließlich von der interessanten Besetzung, die das alberne Ding aber auch nicht retten können.